Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Angezockt. Heute spielen wir Avenger. Das soll ein Labyrinth-Spiel sein. Von 1986 ist es. 2 Jahre älter, als ich selber bin. Und ja, ich hoffe mal, dass das Spiel mir jetzt mal ein bisschen besser liegt als die bisherigen C64-Spiele. Ich hoffe, dass es ein bisschen ruhiger ist. Es soll ein Labyrinth-Spiel, ja, wie gesagt, sein. Okay. Ich kann zu links, nach rechts gehen und die Taste selber drücken, passiert nichts. Aber dieser Sound, der ist ja nervig. Was ist denn das hier? Ich komme nur nach links und nach rechts. Nach links und nach rechts. Und nach oben komme ich nicht. Und die Taste drücken hier funktioniert nicht. Hallo? Was ist denn hier los? Hä? Was ist da jetzt passiert? Your Quest for the Scrolls is in. Was, mich veräppeln? Ich hab hier verkackt oder was? Ich hab gar nichts gemacht. Das müssen wir jetzt nochmal versuchen. Kann ja nicht sein. So, kann ich hier irgendwas drücken? Was ist das denn für ein Labyrinth-Spiel? Hier passiert ja nichts. Hier habe ich das Gefühl, das Spiel ist total buggy und funktioniert überhaupt gar nicht. Ich drücke hier gerade jeden einzelnen Knopf, den es nur irgendwie zu drücken gibt. Ich komme hier nur nach links und nach. Achso, muss ich hier. Irgendwie habe ich gerade was geschafft. Ah. Okay. Ich halb. Okay. Ah. Also man muss sich bewegen. Ah, ich bin so eine Art Ninja. Kann das sein? Der wirft so Ninja-Sterne. Also nur passiert nichts. Aber wenn ich mich bewege, kann ich auch Sachen werfen. Okay. Aber wir haben mal verschiedene Abschnitte. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal raus, wie wir die Gegner killen. Hä, komm hier zur Seite. Okay, das haben wir geschafft. Okay, zumindest haben wir schon mal raus, wie wir Gegner killen. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich. Hä? Warum kann er jetzt nur treten? Er schießt nicht mehr. Habe ich irgendwie Munition oder sowas verbraucht? Okay, keine Ahnung. Also es ist ein Labyrinth-Spiel, wo man verschiedene. Zack. Ja. Verschiedene. Was auch immer, hier kommen wir nicht drauf. Abschnitte hat. Grafisch-mäßig ja, sehr pixelig und komische Farben. Aber da gab es halt noch nicht so viele Farben. So. Ah, hier ist ein Schlüssel. Okay. Schlüssel 2. Da müssen wir mal ein Tor finden, ne? Ja. Zack, komm her. So, da, du, da kommst du. Auch her. Ja, es scheint hier alles irgendwie böse zu sein. Egal, wie sie aussehen und so. Ist ein bisschen blöd, dass ich halt keine Ninja-Sterne mehr habe. Und ich habe immer noch nicht gecheckt, woran ich sehe, wie viel Leben. Ich glaube, da war eine Spinne. Ich gehe ja gerade im Kreis. Da ist auch wieder ein Schlüssel. Aber wo muss ich den Schlüssel einsetzen? Ist doch irgendwo ein Schloss geben, sage ich jetzt mal. Oder vielleicht da, wo ich jetzt eben versucht habe, hinzugehen. Hauptsache, ich komme immer wieder die Typen wieder, ne? Hier. Ah, da hat's doch, hat doch funktioniert. Also waren wir hier richtig. Was war das? Hier scheint irgendwie Fallen zu sein. Hey, komm, geh kaputt. So. So. Jetzt bin ich wieder draufgegangen. Wo dann? Ja, im Finale. Okay. Press Space. Ja, wir haben hier einen Controller. Hier gibt es keinen Space. So. Ja, komm, hier nimm doch an. Irgendwie. Hallo? Ich drücke hier die Start, also die einzigen Tasten, die ich habe, aber irgendwie. Okay, so. So, okay. Ah, da unten. 27 Sterne habe ich. Und, was war das denn?
Mein Leben sind anscheinend die rosanen Balken. Also jetzt habe ich noch gar keinen Schlüssel. Ich habe da aber eben auch nur einen eingesammelt. Okay, hier war kein Schlüssel. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Ein grüner, also die ganzen rosanen Dinger sind mein Leben. Und die gehen weg. Wenn einmal das große Rosane weg ist, dann gibt es ein Grün weniger. So, bis dann alles halt weg ist. Okay, deswegen muss ich halt immer gucken, dass ich schneller bin. Aber jetzt habe ich auch zwei Schlüssel. Jetzt können wir hier drauf gehen. Jetzt muss ich auf... Ah. Okay, ja. Diese Pfeile muss ich aufpassen. So. Weiß nicht, was das hier ist. Das mein Leben ist aber nicht voller geworden. Das Doofe ist natürlich, ich habe meine ganzen Niedersterne schon verbraucht, ohne das eigentlich zu wollen. Hey. Aber ich kriege sofort... Ah. Irgendwie Damage. Verdammt, ey. Jetzt kann ich natürlich auch wieder durchspammen, weil ich hier meine Ninja-Sterne eh nicht mehr habe. So. Hep, weg mit euch. Lass mich in Ruhe. Lass mir meine Ninja-Sterne. So. Puh. Die hätten wir. Jetzt haben wir wieder hier diese Fallen. Hey, komm doch wieder. Hallo. Okay, bleib doch weg hier, ey. Verdammte Mistviecher. Hey, weg. Puh. Zumindest haben die mir jetzt nicht viel Leben abgezogen. Können wir hier ausweichen? Zack. Komm her. So. Aber sobald die mich treffen, verliere ich auch ein bisschen Leben. Deswegen. Wow, was ist das denn hier? Das scheint so eine Art Kanalisation zu sein oder sowas. Ich habe keinen Schlüssel mehr, da komme ich jetzt nicht durch. Könnt ihr demnächst tot bleiben hier? Ey, die spawnen ja wie verrückt, die Viecher. Finde ich jetzt aber nicht fair. Obwohl, die können da einfach so drüber laufen hier. Ich bin jetzt auch nicht drüber gelaufen, ohne dass das mir passiert ist. Ja, dafür brauche ich halt auch wieder einen Schlüssel, ne? Ey! Mann, das kann doch nicht sein hier. Weg. Ich kann auch stehen bleiben. Hab ich. Ups, wo kriege ich jetzt wieder einen Schlüssel her? Ich hoffe mal hier irgendwo. Ne, da brauche ich auch wieder einen Schlüssel. Also irgendwo müssen wir noch Spinne. Ratte, Spinne. Wow. Ey, hallo, wo kommen die ganzen Typen hier her, ey? Ist doch nicht normal, sowas. Ja, gibt's auch keinen Schlüssel. Tja. So, haha, erwischt. Komm her. Hä? Habt ihr doch getreten? Oh. Hey, ist egal, was du machst, du kriegst immer irgendwie auf die Rübe und verlierst Leben. Hey, hallo. Doch dagegen gekämpft gegen den Typen. Naja, hier gegen den Büschen ist auch nix. Hä? Ja, nix. Ja, wo krieg ich denn jetzt einen Schlüssel hier her? Weg mit dir. Muss wahrscheinlich hier echt eine ganz bestimmte Reihenfolge machen. Sonst hast du gar keine Chance. Kann ja nicht sein. Dass du eine gewisse Reihenfolge an Toren öffnen muss, um die benötigten Schlüssel zu bekommen. Ja, hier ist auch nichts mehr. Nee. Ich laufe hier wie doof im Kreis. Ja, kommst du her, bevor du mir in den Rücken fällst. Ah, du schon wieder. Hey, gehst du? Hörst du? Hallo? Was ist denn hier los? Weg mit dir.
Da gibt's auch andere Sachen. Ich würde ja gerne. Bäm. Ah, wieder eine Spinne. Zack, weg. Ah, wieder ein grünes Leben verloren. Ich bin da durch. Ja, alles klar, ey. Nee. Hier ist auch nicht mehr. Hier vom ganzen Leben. Hey, kann doch nicht angehen hier. Mit den Typen. Also die Spiele sind hier echt bockschwer, ne? Letztendlich. Du hast ja echt gar keine Ahnung. Erstmal, was du machen sollst. Bäm. So nicht. Schon schlimm genug, dass ich euch jetzt 10.000 Mal schon besiegt habe. Irgendwie muss es ja weitergehen. Hallo? Hier ist nichts. Ich gehe lieber weg. Ja, komm direkt hier drei wieder. Weg. Die Fackeln hier. Hat auch nichts zu sagen. Hallo, ich trete doch wie verrückt, aber mein Leben, das rennt einfach weg. Vielleicht bin ich eh down. Dann habe ich keine Chance mehr. Ja, ich habe auch echt keine Idee, was ich hier machen soll. Ich habe die Kisten 12. Die droppen ja hier nichts, die Viecher. So kannst du einfach nur irgendwie hier rumgehen und gucken. Aber wenn ich nicht so doof suchen müsste, dann würde ich ja nicht ganz Zeit hier. Hätte ich nicht reingehen dürfen. Wenn ich weiterkomme. Hallo, ich drücke doch wie ein Bekloppter drauf. Ja, spawnst du direkt in so einem Typen hier. Ja, und da komme ich. Komme ich da nicht rein? Kann hier nichts machen. Ich drücke jetzt hier. Aber rein komme ich da nicht. Ja, stattdessen kommt da so eine Spinne dann da raus. Macht mich direkt platt hier. Ja, ist aber ein bisschen blöd, das hier zu treffen, ne? Ich brauche einen Schlüssel. Und ich bin überall gewesen und habe hier keine mehr zur Verfügung. Da ist nichts. Also ich glaube einfach echt nur, dass ich irgendwie, warum auch immer, falsch gegangen bin. Und es ist nur eine Möglichkeit gibt, mit den Schlüsseln hier auszukommen. Dass du halt eine bestimmte Reihenfolge gehen musst, damit du die ja treffen kannst. Also ich muss echt sagen, bisher finde ich die C64-Spiele im Vergleich zu den Atari angezockt, dann doch Treasures Collection 12, ja. You have complete 0. Ja, die C64-Spiele finde ich bisher nicht so gut wie die Atari. Also die Atari-Spiele finde ich besser. Auch wenn ich da ja auch keine Erklärung letztendlich bekomme, ist es für mich trotzdem einfacher, da durchzublicken. Klar, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, muss. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, ich könnte den. Ja, verschleudere ich hier wieder meine ganzen Wurfsterne. So, zwei Schlüssel haben wir. Dann gehen wir jetzt nach da oben hier hin. Ja. Ist egal. Ich verliere immer Leben. Und wenn ich danach trete, ist denen auch egal. So. Ja. Verschleudert deine ganzen. Hallo. Du stehst da vor der Spinne und es interessiert dich einfach nicht. So. Kommen wir hier rein. So, kriegen wir 6 Münzenkisten, was auch immer. Und wieder Schlüssel. Komm. Ja. Und die Sterne verschleudert. Da, Durchlauf. Ja, ist klar.
Wo setzen wir die jetzt ein? Ich kann ja eh nur in die Mitte gehen. Zack, zack, zack. Kommst du her? Komm doch her, Mann. Verarsche, ey. So, haben wir hier wieder was? So, jetzt haben wir quasi genauso viel wie vorher. Ja, klar. War dagegen. So. Jetzt muss ich ja hier lang. Okay, gehen wir an andere Richtung mal. Da gibt es nur hier weiterkommen. So. Da haben wir einen Schlüssel. Okay. Dann scheint das hier zumindest hier die einigermaßen richtige Richtung zu sein. Jetzt haben wir nämlich zumindest mehr Schlüssel. Kann ja echt nicht sein, dass du. Weg damit dir. Ich will doch hier nur durch. Dass du echt. Jetzt habe ich ja echt Angst, hier durchzugehen, ne? Egal, komm. Da durch. Dass du eine gewisse Reihenfolge gehen musst, um immer auszukommen. Ich drück. Hauptsache mal eben komplett grünes Bläschen verlieren hier. So. So, komm her. Ich trau mich irgendwie nicht. Komm her. Einfach irgendwo durchzugehen, wenn ich nicht weiß, ob es da Schlüssel gibt. Okay. Na gut, lassen wir den einfach in Ruhe. So mehr Leben habe ich. Ah, hier gab es was. Okay. Ja, dann gehen wir mal. Hallo. Mach das Ding kaputt, ey. Verlier nicht immer dein ganzes Leben. So, den hat er mal erwischt. Geh durch. Geh durch. Wo sind meine Schlüssel hin? Warum habe ich denn jetzt nur Schlüssel? Hä? Ich habe doch gar keine Schlüssel eingesetzt. Wo sind meine... Hallo? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Wo sind meine ganzen Schlüssel hin? Ich habe jetzt 17 von diesen. Ich hatte doch jede Menge Schlüssel. Ich hatte doch über 5 Schlüssel. Wo sind die denn? Also nicht 5 Schlüssel, oder so hatte ich. Habe ich die jetzt verloren? Also ich check jetzt hier gar nichts mehr. Wo sind. Hallo, mach das Ding kaputt. Ich da drauf drücke. Dann will er einfach nicht in die Lücke hier rein, ey. So, da ist wieder. Okay. So einem Truhen. Alter, Falter, ey. Geht doch da durch. So, jetzt haben wir 27 davon. Oh, sind meine ganzen Schlüssel. Hier haben wir irgendwie ein Fallgitter. Ich verstehe es nicht. Aber sind die nur eine gewisse Zeit da, die Schlüssel, oder was ist hier los? Ja, da kommen wir nicht weiter, weil es eh. Weil brauchen wir Schlüssel und die sind ja einfach alle verschwunden. Nee. Also, da wäre wahrscheinlich so ein Heilfeld gewesen. Da hätte ich mit einmal den ganzen Schlüssel mal machen können. Habe ich die irgendwie verloren? Habe ich die hier drin verloren, die Schlüssel? Kann das sein? Also ich check es gerade absolut gar nicht. Hallo, hallo. Oh Mann, ey. Also ich check es gerade absolut gar nicht, wo meine Schlüssel abgeblieben sind. Ich vermute jetzt einfach mal, dass die hier drin irgendwie verschwunden gegangen sind. Oder dass mir irgendeiner von diesen Typen die geklaut hat. Aber, kann ja nicht sein. Man muss doch irgendwie das Spiel schaffbar machen. Und ich finde schon Bock schwer, immer hier die Wege zu treffen. Nee, keine Chance. Ja, wenn wir einfach hier gegen so was stehen. Also,
Ich habe keine Ahnung, dieses Spiel überfordert mich gerade so ein bisschen, weil ich einfach nicht checkte, was mit den Schlüsseln abgegangen ist. Ich gehe davon aus, dass die dieses Loch sind. Und ja, wenn es irgendwie erklärlicher wäre, logischer, und die Schlüssel nicht einfach irgendwie weg wären, dann könnte das durchaus auf jeden Fall auch seinen Spaß haben. Aber mit den Leben finde ich auch irgendwie sehr nervig, dass die Typen so extrem spawnen. Okay, dann macht das Spiel dann ein bisschen schwer. Das kann man sagen, ist dann die Schwierigkeit des Ganzen. Aber, dass man dann hier, man drückt hier wie verrückt da drauf und dann trifft der nicht, ist schon irgendwie ärgerlich. Aber, da kann ich alles mit leben. Nur, dass die Schlüssel auf einmal weg sind. Das verstehe ich nicht, was das soll. Die Typen spawnen hier auch immer wieder, ne? Finde ich irgendwie schade, also für sich, aber irgendwie doch ein relativ nettes Spiel und bisher doch noch mein Favorit von den Spielen, die wir bisher hier auf den C64 Mini gespielt haben. Aber trotzdem finde ich den Atari bisher doch um Längen besser dafür, dass der C64 eigentlich vom Optischen her viel mehr hermacht. Naja, okay. Das war's mit diesem angezockt. Wie fandet ihr das? Kennt ihr das Spiel? Wisst ihr, wo meine Schlüssel abgeblieben sind? Schreibt es mir unten in den Kommentaren. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und das noch nicht getan habt, dann lasst doch ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.